einem Jahr habe ich das Laufen absolut gehasst und ich hätte mir nicht im Entferntesten vorstellen können, wie das irgendjemand in irgendeiner Form geil finden könnte. Und vor 3 Monaten bin ich einen 111 Kilometer Ultramarathon gelaufen mit 4000 Höhenmetern in 19 Stunden und 26 Minuten. Und in dem Video will ich dir meine Erfahrung teilen, wie ich dieses Unmögliche möglich gemacht habe. Und ich denke, die Erfahrung kannst du transkribieren auf jeglichen Sport, aufs Business und auf jegliches privates Projekt. Erster Schritt ist, den ich dir an die Hand geben will, ist, dass du einen Plan machst. Dass du wirklich dein Ziel definierst. Dass du weißt, was du willst. Dass du weißt, was dein Ziel ist. Worauf arbeitest du hin? Und wie kannst du das Schritt für Schritt erreichen? Vielleicht nimmst du dir jemanden an die Hand, der das Ganze schon erreicht hat und der dir hilft bei der Planung. Aber dann geht es an die Umsetzung. Ich hoffe, du hast dir was ausgesucht, was dir verdammt Spaß macht. Und ich hoffe, du schaffst es, dass du Genuss findest in dem Weg. Weil der Weg ist ein verdammt langer. Und der Weg ist eigentlich das, was dieses ganze Ziel so besonders macht. Weil du jeden Tag wachsen wirst. Weil du jeden Tag durch Rückschläge gehen wirst. Und wenn es dir Spaß macht, dieses ganze Große, dann wird es dir wahrscheinlich auch leichter fallen, durch die Rückschläge zu gehen. Und irgendwann, wenn du im Ziel angekommen bist, dann wirst du denken, wow, Mann, ich bin so ein anderer Mensch dadurch geworden. Aber was mich wirklich zu dem anderen Menschen gemacht hat, ist, dass jeden Tag ich ein kleines Stück besser geworden bin. Und das macht das Ganze irgendwie besonders. Drittens, lern eine saubere Hardware von Beginn an. Im Laufen war das für mich, dass ich eine saubere Lauftechnik lerne und dass ich lerne, wie bin ich hydriert die ganze Zeit, wie habe ich genug Essen die ganze Zeit und wie schaffe ich es eigentlich, von meinem ganzen Organismus so lange durchzuhalten. Ich habe dazu ein E-Book geschrieben, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, meine Erfahrung, wie ich das geschafft habe. Aber es kann im Business auch ganz anders aussehen. Wie schaffe ich es, diesen Umsatz zu erreichen? Wie habe ich meine Steuern im Griff? Wie mache ich Profit und wie kann ich das Ganze skalieren? Wie kann ich davon mehr bekommen? Wenn du diese Hardware sauber lernst, dann, denke ich, kannst du das Ganze erst größer machen. Ich glaube, in keinem Zeitalter ist es uns leichter gefallen, diesen vierten Punkt umzusetzen. Finde eine Person, die schon da ist, wo du hin möchtest und lerne so viel du kannst von der. Ich habe mir zum Beispiel Leute rausgesucht, die diese Ultramarathons mit Leichtigkeit gelaufen sind. Die mit einem Lächeln durchs Ziel gekommen sind. Und dann habe ich gefragt, Digga, was ist an denen anders und wie kann ich das vielleicht schaffen? Und ich habe gemerkt, eigentlich ist an denen nichts anders. Wenn die das können, dann kann ich das auch. Und dann habe ich gelernt, wie ernähren die sich? Wie trainieren die? Stück für Stück habe ich versucht, diese Leute zu imitieren, bis ich dann selber irgendwie bei 111 Kilometern durchs Ziel gekommen bin. Was für mich einfach unmöglich war. Fünftens. Eine starke mentale Basis. Und für mich funktioniert das durch Meditation. Bevor ich jeden Trainingslauf gemacht habe, in dieser 6 Wochen Vorbereitung zu dem Ultramarathon, habe ich mindestens 10 Minuten meditiert, um einfach zu lernen, präsent zu bleiben. Um zu lernen, dass Rückschläge Chancen sind, um zu wachsen. Und diese Präsenz, denke ich, ist ein ganz großer Faktor bei Ultramarathons. Und ich denke, es ist auch ein ganz großer Faktor, dass du Rückschläge einordnen kannst in deinem Geschäftsziel, was du dir vielleicht gesetzt hast oder was auch immer es ist für ein Ziel. Diese Distanz zu gewinnen, dass man nicht in dem täglichen Chaos versinkt, sondern mit Abstand darauf blicken kann und das einordnen kann, was da passiert ist. Diese Lektion überhaupt erkennen kann, um daraus zu lernen. Und sechstens ist einfach nur schiere Kontinuität. Jeden Tag, Tag für Tag, mit einer guten, gesunden, mentalen Balance, auch mal mit Pausetagen. Gerade bei Ultramarathons bringt dieses No Pain, No Gain, All In und sowas, das bringt das einfach nicht. Jeden Tag ein bisschen und jeden Tag mit Liebe. Und irgendwann wirst du dann da ankommen. Wenn du diesen Plan gesteckt hast, vielleicht ein bisschen später, vielleicht aber auch ein bisschen früher. Aber du musst jeden Tag Arbeit reinstecken und dann wirst du es schaffen. Wenn du noch Tipps hast, unmöglich scheinende Dinge möglich zu machen, schreib die gerne in die Kommentare. Und ich freue mich, von dir zu lernen. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam lernen können. Und ich sage bis bald, bis zum nächsten Video. Peace.